Herzlich willkommen bei Pixie läuft gegen Metallsprossen. Der hat immer noch nicht gelernt, nach einem Tag, so lange ist die Folge her, die letzte, hat immer noch nicht gelernt, dass man da nicht weiterkommt. Vielleicht lernt das, wenn ich ihm vormache. Da, guck an, jetzt. Gott sei Dank. So, dann gucken wir mal. Das ist hier der Arm wahrscheinlich. Hammerding. Ich glaube, in Wirklichkeit könnte so ein Mech überhaupt gar nicht existieren. So in der Größe. Weil einfach die Schwerkraft viel zu groß wäre. Man bräuchte so viel Energie, um diese Einzelteile zu bewegen, dass der Mech ständig anschwillen würde, weil die Batterien so groß wären. Könnte ich mir vorstellen. So, was ist denn das? Eine Fingerkuppe? Also, hier wäre die Energiezelle. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Also soll ich sie holen, ja? Okay. Bam, bam, ba. Oh, eins noch, Monkey. Was? Pass auf das Rhino auf. Das Rhino? Scheiße, was zum Teufel ist das? Geil. Oh, und ich hab nur... Pixie, warum zur Hölle hast du das gemacht? Rück dich ab! Ich will es nur erschrecken! Ich helfe ihm schon, keine Bange! Ja, sag mir mal wie! Wenn ich ihm ans Leben rauskomme, mach ich Schicken aus dir, Pixie! Ah! Mir geht's jetzt schon schlecht. Gott sei Dank liegt hier noch ein bisschen was, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Halt die Klappe, du Fettsack! Nein, Monkey! Nimm aus! Schieß auf die Bombe, wenn der Ach, Alter, da kommt man überhaupt gar nicht... Okay, okay. Aber nur damit du es weißt, damit sind wir noch lange nicht quitt! Ach, Alter, wie soll ich denn das hinkriegen, dass der hierher kommt? Jetzt ist das Ding wieder weg. Super. Ich bin leicht sowieso tot. Wärst du nicht drauf? Fantastisch, Monkey. Ich hab's tatsächlich geschafft. Boah, das ist so gepanzert, ich kann überhaupt gar keinen Schaden machen an dem Ding. So muss man das machen. Guter Schuss. Ja, danke schön. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. So, next, please. Ich komm nicht raus. So, die Hälfte haben wir. Okay, die Bomben sind nicht stark genug. Was Größeres! Ja, dann wirf mir was Größeres hin. Oha, was kommt denn jetzt? Alter Mikey, Schwede! Bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Okay. Kriegen wir hin. Erst nochmal Goodies einsammeln. So, und jetzt. Juhu! Hier bin ich! Oh shit, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Hier bin ich. Aua, aua! Ja, auf dem Hauer? Es hat geklappt! Nochmal! Es ist noch nicht hinüber! Geht nicht! An die anderen komme ich nicht ran! Okay, da muss ich hinschießen. Fast! Ein Schuss! Das müsste reichen! Auch immer noch nicht?
Damn it. So. Oh ja, da kündet! Er klemmt! Ah! Mann! Na endlich! So, mir geht's nicht gut. Und jetzt vor dem Tank. Hier bin ich! Nicht getroffen! Verarsch mich! Oh ja! So, wir könnten das auch mit den Bomben noch weitermachen. Finde ich eigentlich auch gut. Kommst du an den letzten Brenner ran? Wie soll ich da hochkommen? Ich helfe dir! Jetzt bin ich gespannt. Oha, das sieht schon mal gut aus. Okay. Laufe! Decoy? Achso, nee, da muss ich nur hin. Okay, weiß Bescheid. Uah, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Na, lauf! Ah, shit, der hat mich nochmal getroffen, der Wichser. So. Oh, das sieht aber nicht sonderlich stabil aus. Ja, ist doch okay. Dann können wir vielleicht da draufhauen. Dann kann er direkt drauffallen. Das wäre doch was. Auf das Rhinoceros. So, mein Lieber. Oh ja. So, jetzt kriegt die Pixie. Hättest du dir bitte mal die Ohren zu? Wolltest du mich gerade mal seitwärts schaffen? Ich hab mit Trip geredet. Sie meint, wir wären bloß Freunde. Ich weiß, was das heißt. Ein Lackkoffer hat in den Kopf verdrillt. Keine Ahnung, wovon du redest. Wenn du ein bisschen Grips hättest, würdest du kein Mädel anmachen, das gerade seinen Vater verloren hat. Ah, das ist also deine Masche, hä? Die Schulter zum Ausweichen. Ist doch irre. Jawohl, irre schlau. Nein, nein, so dumm! Maggie, Hilfe! Oh ja! Action! Wir müssen unsere Mai retten! Warte, ich komme! Und Goodies einsammeln, natürlich, nicht vergessen! Vermutlich kann ich mehr! Ich bin direkt hinter dir! So ziemlich jedenfalls! Ich komme! Ah! Shit! Ich bin gleich da! Nein, ich muss da hoch! Habe ich es geschafft? Ah, shit, ey. Ich muss da echt vorher noch drankommen. Der ist viel zu schnell! Ich bin direkt hinter dir! Hilfe! Ich rutsche! Schnell, Monkey! Nein! Ah, schnell! Das wird nichts. Ich bin gleich da! Ich kann nicht mehr! Es ist zu schnell! Das stimmt. Zu schnell. Zu schnell! Aber ich bin auch abgestürzt. Boah, damn it! Das ist eine Action-Sequenz, die kam unerwartet. So, beim dritten Mal laden sollte ich sie erwartet haben. Go, go, go! Oh, Monkey! Oh, Monkey, ich kann nicht mehr! Ich bin direkt hinter dir! Boah, der wird immer so langsam zwischendurch. Ich rutsche! Schnell, Monkey! Komm schon! Ich komme! Ich bin da! Oh ja, alles ist voll! Ich kann nicht, es ist zu schnell! Ach, damn it! Aber jetzt scheinen wir weiter zu laufen. Gott sei Dank! Okay.
Ein Feuerwerk der Liebe. Man kann es nicht anders nennen. Ein gebrochenes Herz. Und eine Schweinenase. Cooles Vieh. Oh ja, das ist es. Wir können loslegen. Der Sklave, das Einauge und das junge Mädchen. Gegen die mächtigen Sklavenhändler. Ein tolles Vieh. Schöne Details. Cooler Bus. Hätte ich auch gerne. So, Errungenschaft freigeschaltet. Schweinerei. Mit einem fliegenden Bus fliegen wir in Richtung der Sklavenhändler. Kapitel 12. Der Damm. ...500 Meilen später. Meinen Berechnungen nach haben wir 1200 Meilen zurückgelegt. Hoffentlich sind wir bald da. Sie verlieren an Höhe. Sieht aus, als wollten sie landen. Hey, Pixie, haben wir da unten keine Security? Unbekanntes Flugobjekt. Warum nähern Sie sich unserem Luftraum? Wir haben keine Landecodes für Ihr Schiff. Unbekanntes Objekt, hören Sie mich? Antworten. Ja, ich höre. Unbekanntes Objekt. Warum sind Sie im Landern? Wir hatten Schwierigkeiten. Ein paar Turbulenzen. Turbulenzen? Ja, Sir. Es wurden keine Turbulenzen gemeldet. Allerdings wurden Schrottschiffe von einem unbekannten Objekt verfolgt, dessen Beschreibung auf Sie passt. Wirklich? Also, wie seltsam. Davon habe ich wirklich nichts gehört. Unbekanntes Objekt, übermitteln Sie die Landecodes. Landecodes? Ja, übermitteln Sie Ihre Landecodes. Oder wir gehen davon aus, dass Sie Feinde sind und eröffnen das Feuer. Verstanden. Moment. Willst du mir jetzt sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Und meine Landecodes sind, eins. Eins? Ja. Eins was? Zwei. Ich glaube, es klappt. Und, kommst du? Das ist schon die zweite Sicherheitskapsel, die wir benutzen müssen. Das ist kuschelig. Ja. Sieht so aus, als wäre ich diesmal ganz dicht am Geschehen. Was? Manke, könntest du deine Hand woanders hinlegen? Ich wüsste nicht wie. Also deine Hand liegt auf meinem Gemächt. Fott. Ein schönes Team. Au, au, das tut weh. Hey, Pixie, bist du dir ganz sicher, dass dieser Leviathan hier ist? Oh ja, der ist hier. Wartet's nur ab. Das wird ganz fantastisch. Er ist hier. Irgendwo. So, liebe Freunde, hier mache ich mal wieder eine Pause. Wir haben eine lange Folge gehabt mit vielen Zwischensequenzen. Ich werde mal gucken, ob ich die vielleicht etwas nachbearbeite, sodass diese leisen Teile etwas lauter rauskommen. Ich hoffe, das klappt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.